Einen wunderschönen Freitag ab 1, heute am 25. November 2011. Dieses Freitag ab 1 möchte ich widmen. Meskis, Heilig, Jösting, Seibert, Koch, Schröter, Kletto und Karl. Ich werde mich heute nicht mit bundespolitischen Themen auseinandersetzen, denn ja, der Bundeshaushalt ist verabschiedet und ja, der ist Mist und ja, die Koalition hat ihn durchgezogen und ja, die sind überzeugt davon und ja, wir machen wieder mehr Schulden als letztes Jahr. Aber darüber ist viel geredet worden und ich habe ja diese Woche auch dreimal im Plenum geredet. Die Reden, wer sie nochmal nachschauen möchte, gibt es übrigens bei YouTube oder auf meiner Seite oder wie ihr wollt. Ich möchte ein paar andere Themen ansprechen, die mit der schönsten Stadt der Welt, mit der Hansestadt Rostock zu tun haben. Das eine ist die Hanse-Sale. Die CDU ist jetzt auf die kluge Idee gekommen, die Hanse-Sale von 4 Tagen auf eine Woche zu verlängern, weil sie festgestellt haben, die Hanse-Sale läuft gerade nicht so. Liebe CDU, erst nachdenken, dann plappern. Wenn man die Hanse-Sale verlängern will, dann braucht man erstens ein vernünftiges Konzept, denn auch jetzt schon passiert im Wesentlichen am Freitag und am Samstag was. Donnerstag und Sonntag sind eher schlechte Tage. Wenn man das verlängert, muss man sich überlegen, was man da tun will. Und wenn wir als Linke so einen Vorschlag gemacht hätten, hättet ihr uns wieder gesagt, ihr seid unseriös, weil wie soll denn das bezahlt werden? Die Hanse-Sale ist ein Zuschussgeschäft. Und wer mehr Hanse-Sale will, muss auch mehr Geld ausgeben. Sagt uns, wo das Geld herkommen soll und dann können wir weiterreden. Nächster Punkt, Geld ausgeben, schöne Sache. Da denken echt schon wieder Leute darüber nach, den Wall komplett umzugestalten. Das kann man ja machen. Aber warum müssen deswegen schon wieder sämtliche Bäume abgeholzt werden? Kanonsberg Teil 2 oder was? Nee, das muss wirklich nicht sein. Und wenn irgendjemand Langeweile hat, dann soll er Bilder malen oder sonst wie. Aber jetzt die letzten zusammenhängenden Bäume in der Innenstadt komplett wegzuhauen, damit man irgendwelche mittelalterlichen Wallanlagen wieder sehen kann, das ist doch echt Hacke. Und ich freue mich, dass die Oberbürgermeisterkandidatin der Linken, Kerstin Liebig, schon ganz klar gesagt hat, mit ihr als Oberbürgermeisterin wird kein Cent ausgegeben, um den Wall umzugestalten. Richtig so. Letztes Thema, deutlich weniger amüsant. Die ganze, mit Verlaub, Scheiße im Umfeld des FC Hansa, die da zurzeit läuft. Es kann doch nicht sein, dass dieser Verein und die Leute, die da hingehen, eine ganze Region so in Misskredit bringen. Und den Verein auch. Es kann aber auch nicht sein, dass wenn da ein paar bekloppte Arschlöcher in diesem Stadion der Meinung sind, wilde Sau spielen zu müssen, dass die anderen nicht komplett in Reihe und alle zusammen das ablehnen, sondern Beifall geklatscht wird, wenn Leuchtspurmunition in den gegnerischen Fanblock geschossen wird. Das darf nicht sein. Das muss aufhören. Und ja, da müssen radikale Maßnahmen ran. Und wenn es einige Bekloppte nicht kapieren wollen, dann tut's mir leid. Aber es kann auch nicht sein, dass eine ganze Stadt in Angst lebt, weil ein Fußballspiel stattfindet. Ich hoffe, heute Abend bei Hansa gegen Union bleibt's ruhig. Natürlich hoffe ich auch, dass Hansa gewinnt. Tut mir leid an alle Union-Fans. Und wir können ja dann nächste Woche mal drüber reden, wie es gewesen ist. Bis dahin eine schöne Woche.